Ja, hallo, hier ist Christa Hemschemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg. Und diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, könnt ja raten, wo ich bin. Also nicht in Deutschland auf jeden Fall. Total abgefahren hier. Es ist so Rainforest-mäßig hier irgendwie. Echt. Genau, ja, ich wollte mal jetzt für die Zeit, wo ich hier bin, habe ich mir vorgenommen, mal Videos zu machen zu anderen Themen, vielleicht auch ein bisschen in die spirituelle Richtung. Und dann, ja, wenn ich wieder zu Hause bin, dann beantworte ich auch wieder eure E-Mails. Und war ja oft die Frage, wie kann man authentischere oder wie kann man gesündere Beziehungen führen. Also war ja oft der Wunsch, ach Wahnsinn, die Natur ist so laut hier. Wie kann man Beziehungen führen, die wo eben nicht so viel Toxik ist. Also ich rede ja auch viel über toxische Beziehungen. Und also einmal wollte ich nochmal sagen, das sind Beziehungen und Dynamiken sind toxisch. Also man kann, glaube ich, jetzt nicht von Menschen sagen, dass sie toxisch sind. Was jetzt nicht heißt, dass es Menschen gibt, die sich psychopathisch verhalten und einfach kacke. Trotzdem finde ich das immer ein bisschen stimmiger, einfach zu sagen, okay, wir reden über Beziehungsdynamiken. Und ich denke, ein super großes Antioxidans gegen Toxik ist eben Authentizität, ne? Also sich selber wieder verfügbar machen in Beziehungen, ne? Also wir reden ja immer wahnsinnig viel darüber, was machen toxische Menschen alles, aber ja, was mache ich selber, was vielleicht toxisch ist, ne? Was vielleicht, wo verhalte ich mich vielleicht manchmal, ist vielleicht sogar narzisstisch oder egozentrisch oder einfach, selbst wenn ich das nicht mache, einfach nur nicht echt irgendwo, ne? Wo vermeide ich Echtheit, um gut anzukommen, nett zu sein, nicht authentisch zu sein, nicht besonders viele Likes zu kriegen irgendwo. Wo bin ich irgendwo nicht ich selbst, um bestimmte Wirkungen zu erreichen? Wann immer ich das mache, bin ich eigentlich im Grunde genommen nicht wirklich authentisch, ne? Spielt dem Partner letztlich irgendwo was vor. Oder auch dem Date oder wie auch immer. Und auf eine Art ist da jedes Date oder jede Beziehung die richtige, wo ich das lernen kann, so, ne? Also vielleicht mal länger, mal kürzer irgendwo. Und es ist auch wichtig, glaube ich, dann jemanden zu haben, ein Date oder einen Partner, der da auch mitgeht und einmal auf die Finger haut und sagt, ja, hey, du bist jetzt gerade nicht authentisch hier, und der das nicht noch irgendwie fördert, indem er einen nur akzeptiert, wenn man nett ist oder wenn man sein Maskenverhalten an den Tag legt und so weiter. Also das scheint mir ein ganz wichtiges Merkmal von einer gesünderen Dynamik zu sein. Und das ist überhaupt nicht leicht. Der ganze Weg von gesünderen Beziehungen, der ist überhaupt nicht leicht. Also ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, je mehr man zu sich selbst kommt und man selber ist, umso scarier und beunruhigender wird das Ganze eigentlich. Und umso mehr bist du auf deine eigenen Themen, deine eigenen Traumen zurückgeworfen, und umso weniger kannst du dich irgendwo auch vielleicht manchmal verstecken hinter deinen alten Masken oder verstecken hinter, dass der Partner so wahnsinnig toxisch, narzisstisch ist oder der Ehemalige oder der Ex oder das Leben so scheiße oder ich weiß nicht was. Was es nicht heißt, dass es wirklich total für viele die grässlichste Erfahrung in ihrem Leben ist, so toxischen Liebeskummer zu haben. Aber sich dann wirklich mal authentisch und nackig zu machen, so anderen Menschen gegenüber, wenn man das mal gesünder versucht, ist auch echt krass. Das ist total krass. Und und dann kriegt man auch so eine Idee, warum man das vielleicht
vermieden hat, ne? So im Leben vorher. Also ich denke wirklich, ein wichtiger Punkt, auch nicht nur in Liebesbeziehungen, ist wirklich immer mehr zu sich kommen, zu überlegen, wer bin ich eigentlich wirklich, ne? hinter dieser co-abhängigen Nettigkeit, hinter, weiß ich nicht, diesem glattgespülten, wer bin ich da wirklich? Und dann so habt ihr die Chance, dass man so richtig in Kontakt kommt mit sich, und dann, je mehr man mit sich in Kontakt kommt, dann sicherlich auch umso mehr mit anderen. Aber wie gesagt, das ist überhaupt kein Lala-Land, in was man dann kommt. Das ist dann die Realität, aber irgendwie tut die Realität auch total gut. Ja, das mal das erste Video. Ja, wie gesagt, mein Buch kommt bald raus und gibt Karten für die Liebeship-Party in Köln im Oktober. Und mein Buch heißt Der Liebescode. Endlich. Also ich bin immer noch dran, jetzt ein Feinschliff, aber ist schon vorbestellbar. Und genau, und dann wird es in den nächsten Tagen nochmal so eine Sonderaktion für meine Kurse oder für bestimmte Kurse zumindest geben. Genau. Soweit erstmal. Viele Grüße und wir werden es bald wiedersehen.